Hallo und herzlich willkommen auf meinem Videokanal. Das lang versprochene Video, dank eines lieben Arbeitskollegen von mir, der Michael, werden wir heute mal den Hafen von der Wasserseite aus filmen, weil das kann man ja auch nicht immer jeden Tag erleben. Aber so sieht man mal von der Wasserstraße aus, was hier am Hafen so steht und abgeht. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ja, und das, was ihr da seht im Hintergrund, das ist die Leeraner Polizei. Und davor, dieses, was so nach Baustelle aussieht, wird demnächst gut bebaut werden mit einer angeblich richtigen schönen Uferpromenade mit Bootseinfahrten für Hallen, also für die Boote unten drunter direkt in ihre Wohnung rein können. Bin mal gespannt, wie es nachher am Ende aussehen wird. So, und hier seht ihr, sieht man schon mal komplett, dass hier alles neue Spundwände gesetzt werden oder wurden. Also hier hinten am Kopfe des Hafens tut sich etwas. Ja, und hier liegen noch ein paar Boote. Dort oben könnt ihr schon sehen. Da kann man schön am Hafen sitzen. Das nennt man schöne Aussichten. Da ist auch immer gut besucht. Als nächstes sehen wir den Ruderverein von Leer. Hier sind etliche Ruderer, sowohl auch Drachenbootsportler zu Hause. Hier kann man auch hervorragend spazieren gehen. Wasser sitzen, Käffchen mitnehmen. Hier befinden wir uns am Ernst-Reuter-Platz. Dort findet am Samstag immer der Wochenmarkt statt. Und jetzt gleich fahren wir an einem schönen, doch sehr schönen Schiff vorbei. Die Prinz Heinrich, die hier zu Hause ist. Da ist das schöne Stück. Moin! Schmeckt mir ja. Muss auch, ne? Ja. Ja, jetzt kommen wir so langsam an der Stegpromenade vorbei, die bis zum alten Rathaus geht. Dort liegen hin und wieder mal ein paar Boote, gewisse Gastboote, aber auch die, die hier zu Hause sind.
Ja, und vorausschauend sehen wir schon die Leraner Rathausbrücke. Da drüben steht die Koralle, die macht immer sogenannte Hafenrundfahrten hier im Leraner Hafen. Also ein Besuch im Leraner Hafen lohnt sich. Ja, da drüben steht noch die Hafenmusik, dahinter die Warsteiner Admiral, die auch große Touren macht. Ja, und nach der Brücke auf der rechten Seite gesehen im Video jetzt gerade aktuell, da liegen alles die alten, gut restaurierten Boote. Richtig schick. Guckt euch das mal an. Möchte man so nicht am liebsten auch wohnen? Schön am Wasser. Schön hergerichtete Gärtenanlagen. Thank you.
So langsam nähern wir uns dem Ruderclub von Leer. Hier sind ebenfalls Ruderer und Drachenbootsportler zu Hause. Als nächstes kommt der Seglerverein aus Leer. Hier liegen die ganzen Segel- und Sportboote. Und auch hier ist ein Drachenboot-Team zu Hause. Das Team, die Störtebeckers Erben. So wie ich das sehe, hat der Verein schon wieder alle Boote rausgeholt. Weil wir haben ja schon Mai, ne? Ja, und vor uns liegt jetzt die Leeraner Seeschleuse. Wenn man die von der Hafenseite aus passiert, dann wird man in der Leder landen, kurzes Stück, und dann übergehend in die Ems. Ja, und jetzt kommen wir zu einem ganz großen Schrotthändler, Metallverwertung, den wir als Leeraner nur als Ewart Heeren kennen. Schaut euch das mal an, was hier für ein Schrott liegt. Unmengen an Schrott.
Das geht einmal komplett rum. Schön sortiert nach irgendwelchen Metallstoffen wie Rohren, zerschredderte Fahrzeuge oder wie ihr auch gleich sehen werdet, noch, ja, ich will nicht sagen gut erhaltene Autos, aber guck, mittendrin steht ein Bus, aber der tut es, glaube ich, auch nicht mehr. Hier kommen schon die ganzen Fahrzeugtypen. Kann man richtig riechen, das Metall, ne? Wahnsinn! Ja, als nächstes sehen wir die Firma Garrels Holz. Das ist eine holzverarbeitende Firma.
So, und direkt daneben sehen wir ebenfalls noch ein mit Holz arbeitende Firma, die Firma WC Jansen. So, und hier steht noch das Gebäude der Firma Müller-Mehl. Aber ich glaube, dem Gebäude hat das zeitlich auch gesegnet. Ich glaube, das soll demnächst abgerissen werden, ne, Michi? Michi nickt. Aber wenn man so überlegt, ne, so wie früher, ne, was hier im Hafen los war, ne? Wenn du so die ganzen hier so auch wie Garels oder WC Jansen per Schiff Holz verladen haben. Nee, ja, nee, gut, aber ich kenne meinen Opa zum Beispiel. Ja, mein Opa zum Beispiel, der hat ja im Iraner Hafen gearbeitet, die haben Schiffe leer gemacht und sowas. Also das ist schon gut. Ja, hier ist die Firma Renus zu Hause. Die machen sehr viel mit Steine, Rollsplit, was weiß ich, was die hier alles herstellen und machen. Aber die sitzen auch schon ewig hier am Hafen. Alles schöne Pflastersteine. Guckt euch das mal an. Also wenn ihr noch Gartendeko braucht, hier liegt genug rum. So, und das nächste Gebäude, was wir sehen, da ist die Firma Friesia Möbelteile zu Hause.
Hier war früher die Firma Nordmilch drin. Ich weiß gar nicht, was haben die hergestellt? Pudding, Joghurt und irgendwelche, was weiß ich, Milchprodukte und so ein Kram. Und wie die damals hier mehr oder weniger aufgegeben haben, ist die Firma Frieser Möbelteile hier eingezogen. Aha, neue Spundwände müssen dahin, ne? Ich glaube, das hat nicht mehr viel. Als nächstes kommt die Firma Schaf. Die Firma Schaf ist ein Baumarkt, Baustoffhandel. Da kann man auch so ziemlich alles kriegen, was man braucht für Häuschen bauen, für einen Weg pflastern und. Das ist die Koralle. Ja, und hier rechts sehen wir jetzt noch eine Schiffswerft. Namen jetzt gerade gar nicht. Schmidt. Okay, dann ist das die Schmidt-Werft. Und ein, ja, vor kurzem erst fertiggestelltes Boot wurde, glaube ich, vor einer Woche oder zwei zu Wasser gelassen. Ne? Das wird sich ja auch demnächst seinem Eigentümer übergeben. Hier werden immer solche Pötte gebaut.
heißt sie wieder. Ferro Schmidt, ja genau. Und ich glaube, das muss man durch die Waschstraße. Eieieiei. Genau. Da werden die ausgebildet. Die Matrosen und wie sie, oder alle, die Captain werden wollen oder sonstiges. Die müssen da oben einsteigen, dann wird das Ding ausgeklinkt und dann einfach ins Wasser rennen damit. Ganze Menge Torf, ne? Im Hintergrund könnt ihr schon den Raiffeisenturm sehen. Moin! Ja, jetzt kommen wir langsam wieder Richtung Rathausbrücke. Hier liegen auch so ein paar richtig schicke Boote noch rum. Hier liegt noch ein altes Marine, ich glaube Minensucher war das, glaube ich, ne? Das liegt ja auch schon bestimmt, keine Ahnung, 4-5 Jahre im Hafen.
Im Hintergrund seht ihr diese ganzen Bürogebäude, Singapur, Durban, Tallinn, New York und wie sie alle heißen. Hier ist auch die Rentenkasse zu Hause. Also wenn einer von euch auf Rente will, dann muss er hier vorbeischauen. Ja, und vor uns auf der rechten Seite, da liegt die Spiker Oak 3. Das war früher mal eine Fähre. Und jetzt hat das Boot hier seinen festen Heimathafen gefunden und wurde zu einem Restaurant umgebaut. Und laut meines Wissens ist das auch immer gut besucht. Ich selber war dort noch nie essen, aber es soll da gut sein. So, voraus liegt jetzt wieder die Rathausbrücke. Einmal drunter durch. Bei herrlichem Wetter auf dem Leraner Hafen. Das Boot. Ja, das braucht, glaube ich. Ja, ob da eine Waschstraße ausreicht, weiß ich nicht. Wächst ein Baum. Ja, wächst ein Baum raus, ja. Lost Place, da kann man mal. Wenn man dann solche Boote sieht, das ist schon was anderes, ne? Und hier haben sie vor ein paar Jährchen alle diese Häuser hochgezogen. Weil früher, ganz früher, wie ich noch klein war und am Hafen wohnte, stand hier ein Spanplattenwerk.
der Firma Konnemann. Aber schon schick, was sie hier gebaut haben, ne? Oh, die Sonne will wohl, ne? Die Angel haben den auch. Hä? Da waren jetzt gerade Angler, da haben wir auch. Ja, bei dem Wetter, ne? So, ihr Lieben, das soll es gewesen sein vom Leraner Hafen von der Wasserseite aus. Erstmal möchte ich Michael vielen Dank sagen, dass er das mit mir gemacht hat. Sonst wäre es ja auch gar nicht möglich gewesen. Ich kenne weiter keinen, der ein Boot hat. Aber gut, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, macht einen Daumen nach oben. Wenn ihr weiterhin solche Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal, klickt die Glocke an und dann kriegt ihr automatisch Bescheid, sobald ich solche oder auch andere Videos für euch hochgeladen habe. Also ihr Lieben, macht's gut, bleibt gesund und bis bald, euer Hartie.